Wir sind heute im Schokoladenmuseum in Köln und spielen heute im Halbfinale um 10.000 Euro Hide and Seek, meine Freunde. Das bei Nacht. Let's go. Ganz viel Spaß dabei. Wer verliert, kriegt einen Trostpreis Schokolade und heute sind mit dabei. Hi, ich bin Theo von TikTok. Hi, ich bin Philippe, ich kenne Theo von TikTok. Hallo, ich bin Mo. Ich war heute schon dreimal kacken. Yo, ich bin Ansgar und ich mache mir von Nervosität gleich in die Hose. Ansgar ist ein random Viewer, der in die Kommentare geschrieben hat. Deshalb, wenn auch ihr bei Hide and Seek mal mit dabei sein wollt, Daumen hoch da lassen, Kommentar schreiben, ganz wichtig. Wir haben ja heute einen Wildcard-Gewinner mit dabei. Ansgar ist mit am Start. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock auf ein Kilo Schokolade habt. Ein Kindheitstraum wird auf jeden Fall gerade wahr, dass wir im Schokoladenmuseum sind. Absolut crazy. Ich war als Kind super oft hier. Jeden Tag geöffnet. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei und checkt die Jungs auf Instagram aus und die Mädels. Grüße geht raus. Okay, seid ihr ready? Okay. Alles klar. Hide and Seek im Museum. Beginnt in 3, 2, 1, go. Let's go. Lauft. Oh, Leute, Alter. Ich bin so ein krasser Tryhard diesmal. Let's go, let's go, let's go. Mo, verschwinde. Ey, ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Oh mein Gott, ich weiß nicht wohin. Ich muss mich nicht beeilen. Weil das laut wird. Ich hab noch eine kleine Idee. Ey, ich weiß nicht wohin. Oh mein Gott, ich war noch nie so überfordert. Oh mein Gott, ich bin im Aufzug. Ist entweder das schlechteste Versteck oder das beste? Ich bin so erschrocken. Wo bin ich? Oh mein Gott. Das ist es. Das ist es. Ich muss kurz was umbauen. Ab jetzt bin ich weg. 3, 2, 1. Let's go. Okay. Oh, es riecht so wundervoll nach Schokolade. Hier unten ist, glaube ich, niemand. Hier wäre schon sehr clean keiner gewesen. Keiner da. Oh, checkt ihr einfach, dass wir nachts in einem Museum sind. Wie geil ist das? Oh. Schokolade. Okay. Theo. Mülleimer sind sass. Ich sag's euch, wie es ist. Sass. Das ist vom Museum. Alter, Digga, das Museum rickrollt mich gerade? Nee. Was? Was? Das ist Ansgar! Ich hab zu Tobi gesagt, er hat keinen Akku mehr. Es ist dein Ernst? Willst du mich verarschen, Ansgar? Dafür einen Daumen nach oben für Ansgar, für die Aktion, Junge. Ich glaube, es wurde wieder gefunden. Mach mal alles für die 10K. Nicht reden, keine Angst. Oh ja, oh mein Gott, hier ist ein Weg. Digga, sieht man das? Ich habe jetzt so einen übelst schweren Tisch auf mich gelegt. Oh, hier hinter ist natürlich auch stark. Okay, es wird wieder lange dauern. Okay, also ich würde fast schon sagen, wenn mich nicht alles täuscht, erste Etage, crispy clean. Okay, what the f... Okay, wie geil sieht das hier bitte aus? Ja, es wird sich ja niemand jetzt hier in der Kulisse irgendwie, oder? Also das wäre ja dreist. Im Aufzug könnte das jemand sein? In den Treppenhäusern? Da ist noch ein zweites Treppenhaus. Nee, den Aufzug machen wir am Ende. Nee, okay, ich dachte, da wäre jemand drunter. Hätte sein können. Wenn jemand hinter ist, darf man eigentlich nicht, aber vielleicht... Gut, es kann sich natürlich jetzt jemand hier unten verstecken, ne? Ich darf hier eigentlich nicht rein, aber... Stellt euch vor. Wir haben alle drei Etagen durch. Scheiße, Mann, das wird schon wieder so ein Ding. Hier ist niemand, ne? Hier ist niemand hingelaufen. Wirklich nicht? Okay. Checkt ihr, dass wir das ganze Museum abgesucht haben? Boah, guck mal hier rein. Das ist halt Lebensmittelraum hier, ne? Also, okay, ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Wir machen jetzt den Aufzugtest. Niemand ist so dumm und geht in den Aufzug. Nein! Ja, ich hab ein... Digga, warum so laut, Junge? Philippe, ich hab gesagt, niemand ist so dumm und geht in den Aufzug. Du warst es. Well played, man. Well played. Nee, er wollte, aber er hat's extra. Nicht, was ich dachte. Ey, ich muss so kacken. Ist so heiß. Alter, was ist denn das? Das geht doch noch nicht so lange.
Hat jemand das Fenster aufgemacht und ist aufs Dach gegangen? Okay, es ist ja niemand aufs Dach gegangen, oder? Kann man da aufs Dach? Ja, man könnte. Man würde halt sterben. Muss nur noch ein Kind überstehen. Ich weiß, eine Person ist es noch. Aber guck mal, überleg mal, ich will ja nicht snitchen, ne? Aber was? Theo hat den Rucksack mit. Nee, ist er auch. Ich sag's nur nochmal. Nee, wir fahren gar nicht. Digga, ich wurde gerade einfach von jemandem aus dem Team gesnitcht. Die sind hier vorbeigelaufen. Ich weiß nicht wer, aber irgendjemand meinte, ja, der Theo hatte doch einen Rucksack dabei. Vielleicht hat der ja irgendwas da drin gehabt. Du weißt doch, wo jemand ist, ne? Ja, stimmt, du hast dich ein bisschen verraten, Philippe. Du meintest wir. Da ist auch keiner drin, ne? Das kann nicht sein. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe erst eine Person gefunden. Easy win. Er hat ja nicht gesagt, man darf nicht aus dem Fenster klettern. Ich möchte, dass ihr jetzt alle nochmal auf drei schreit. Ich zähle runter. Eins, zwei, drei. Das funktioniert nicht, seitdem ich reingegangen bin. Alles oben, ne? Ich bin wirklich, ich hab absolut keine Ahnung. Hallo? Hallo? Philippe, ja? Mach mal dein Funkgerät aus. Hast du jemanden gefunden? Nein. Wir sind jetzt schon seit einer Stunde am Suchen und ich finde sie einfach nicht. Und das Einzige, was wir gefunden haben, war Philippe in diesem Wack-Versteck gewesen. Oh. Ich geh halt die Jacken am Anfangspunkt. Nein, nein, gerade kein Bock. Philipp, hier ist keiner. Hä? Hier ist niemand. Nicht mal da drin. Warte mal. Komm bitte raus. Theo? Kann sein, dass du mich erst berühren musst, oder? Theo, wir haben jetzt ein Weihnachtsessen. Ich habe keinen Schraubenzieher dabei. Ja. Komm bitte da raus. Habe ich trotzdem gewonnen? Theo? Ja? Du bist weiter. Mo ist weiter und Ansgar weiter. Ich bin das Finale 6. Okay. Theo, was geht? Ich mach mal meine Kamera wieder aus, ne? Okay. Das Finale. Ich habe drei Leute weitergelassen. Echt? Ja. Wir spielen jetzt zu 6 das Finale. Okay. Wo ist Ansgar? Wo ist Ansgar? So, das Spiel ist vorbei. Die gehen. Ansgar, du Scheiß-Freak, komm raus. Ich hab dich. Oh mein Bro. Ansgar, ja. Willkommen im Finale. Bro. Boah. Das ist Wildcard-Gewinner mit Einsatz. Wenn ihr Bock habt auf das nächste Video, lasst einen Daumen nach oben da, lasst was von halten. Sieg. Kuss geht raus in das Schokoladenmuseum in Köln. Vielen, vielen Dank, kommt hier unbedingt vorbei. Ganz, ganz liebe Leute, ganz, ganz tolles Museum. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, bis dann. Ciao.